Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Wir spielen wie immer Continuum. Und ui, hier haben wir wieder eine ganze Menge Bauxit. Ich bin heute alleine auf dem Server. Grund, Darko ist heute nicht da, weil er ein bisschen feiern tut. Moment, Obsidian kommt da hoch. Ja, ich will heute da hinten die Maschine upgraden, dass wir mehr Hetze haben, damit wir uns den Void War meiner Tier 3 machen können. Denn ihr seht, hier ist einiges zusammengekommen durch den Void War meiner Tier 2 und den normalen Void Miner Tier 1. Die wollen wir heute upgraden. Dazu haben wir hier natürlich schon ein bisschen was vorbereitet. Und ja, noch als erstes müssen wir aber da hinten die Maschine upgraden, damit wir überhaupt anfangen können. Wir müssen Tungsten Steel herstellen. Stopp. Jetzt hätte ich fast den Fehler gemacht. Ich brauche die Wrench dazu. Da haben wir sie. Nicht wundern, warum ich keine Rüstung anhab. Die habe ich hier im Backpack. Denn ich habe da hinten einen Unterwassertempel gefunden, den wir natürlich brauchen für die nächsten Rezepte. Und zu dem werden wir heute oder morgen auf jeden Fall auch noch kommen. Und den mal schön looten, abernten und weiß der Geier was noch alles. Vielleicht brauchen wir die Schwämme, die wir da finden, ja auch noch für irgendwas. So, Darko hat im Übrigen hier auch schon wieder ein bisschen was vorbereitet. Und ja gut, jetzt ist jeder Crafting Table belegt. Das brauchen wir erst einmal nicht. Damit sind wir fertig. Das kommt da rein. Das hat da aber nichts zu suchen. Ja. Das kommt nämlich hier rein. Dann war das einmal so. Und so. Ja, genau. Und ich habe ja ganz vergessen, dass alles doppelt gewertet wird hier. Naja, da haben wir dann für die anderen Maschinen auch noch ein bisschen was. Hier. Dann einmal Lava hier rein. Da einmal Lava und um zu bauen. Und ja, gut. Und wir stellen uns natürlich gleich mal Tungstenstiel her. Das werden wir nämlich brauchen, ne? Damit wir überhaupt weiter voranschreiten können. Jetzt gehen wir mal ganz kurz unten gucken. Da hat sich nämlich auch ein bisschen was verändert. Ihr seht, wir haben hier eine ordentliche Stromproduktion. Autsch. Die ist aber noch nicht ganz fertig. Deswegen ist da eine Crafting Table oben belegt. Aber das, ich denke mal, das werden wir in den nächsten 1-2 Folgen auch noch hinbekommen. So, und dann würde ich mal sagen, wir reißen jetzt erst einmal den hier ab. In der Zeit, wie oben die, das Tungstenstiel hergestellt wird. So, das. Und den hier können wir auch gleich komplett abreißen. Denn den werden wir auch noch aufwerten. Ich frage mich nur für was.
Denn alles das, was wir brauchen, findet man ja auch hier unten, wenn wir weiter abernten. Das brauchen wir dann. Und ich glaube, das hier und das alles. Ja, da sind wir einfach mal überfüllt. So, dann Tech Reborn einmal. So, und jetzt müssen wir das aber noch kurz weiter verarbeiten. Und zwar im Vakuumfreezer, den haben wir doch auch irgendwo da. Geht alles ruckzuck hier. Gut, das Holz ist alles draußen. Das brauchen wir später noch alles. Jo, ich würde sagen, dann keine Ahnung. Wir gucken mal, wie es hier aussieht. Das ist auch fertig. Wir brauchen noch 20 Stück davon. Ich habe gesagt 20, mehr nicht. So, da haben wir nämlich auch unsere letzten Wasserräder für hier unten. Na, jetzt gehst du mal. So. Solange das Tungsten-Stil jetzt abkühlt da oben im Freezer, können wir hier ganz in Ruhe noch bauen. Wenn er mich bauen lassen würde. Hallo. Warum nicht gleich so? Und ich glaube, wir haben ein paar zu viel gemacht. Oder habe ich jetzt irgendwo was vergessen? Nö. Das dahin, dann holen wir uns mal ganz schnell die hier raus. Wo? Da. Das heißt, wir haben jetzt eine ordentliche Stromproduktion hier. Das ist im Übrigen oben mit den Maschinen auch verbunden alles. Dass hier ja keine Maschine zu kurz kommt. Ich brauche das Glas wieder. Und den da am besten.
Oh, da fehlt Wasser. Da unten geht's aber noch weiter. Ach nee, das kommt ja daran. Warum haben wir hier das Wasser vergessen? Ich brauche nur einen Eimer. So, jetzt sind wir hier aber fertig. Jo. Wollen wir noch mal gucken, ob das Tungstenstil auch fertig ist. Ne, wir machen das so. Jo, das ist auch fertig. Und wir machen das da. Und jetzt brauchen wir noch diese Tier-3-Teile. Dazu brauchen wir das da. Und dazu brauchen wir die Prismarine Shards. Genau. Ich wusste doch, da war was. Irgendwas mit 6 und 5. War das, glaube ich. Hier 40. Zwölf. So. Wusste ich doch, irgendwas mit 56. So und so. Das waren 2 zu 4. So. Aber das soll uns ja nicht daran hindern, weiterzukommen, würde ich sagen. Das ziehen wir dann gleich an. Genau. Ich würde sagen, wir flatteridatschen dann mal ganz schnell. Ach, stopp. Bevor ich es vergesse. Ich muss unterwegs eine Kuh einfangen. Und Steine mitnehmen. Oder am besten Sand. Ja, Sandhammer. Wow. Hammermut aus. Warte mal, was mache ich denn hier? Dann machen wir das halt so. Sind ja nur 400 Blöcke, wow.
Da sind wir am Tempel, da ist natürlich auch gleich meine Hexe. So ein ekliges Mistvieh. So, dann gucken wir mal ganz schnell, ob wir hier irgendwo eine Kuh finden, ne? Da ist ein Schaf. Hier haben wir eine Wüste. Aber hier war irgendwo genau ein Plains-Biom. Und irgendwo hier wird es doch eine Kuh für mich geben. Da unten haben wir doch eine. Komm mit Irmgard. Nee, der will nicht so recht, wie ich will. Da ist er. Okay, die Viecher sind gerade beschäftigt. Wow. Helm habe ich auf. Boah, da ist ja gleich so ein Boss. Genau das, was ich eigentlich nicht zum Anfang wollte. Ja. Stimmt, ich habe Erdbaulähmung. Da war ja was. Fackeln haben wir hier. Ich hätte vielleicht noch ein paar Türen mitnehmen sollen. Ring ist aktiv, das ist gut. Meine kleine Irmgard, ich brauche dich hier. Ich muss ganz schnell ein paar Türen holen. Ja, das werde ich aber offscreen machen. Schnell ein bisschen Holz farmen.
Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn ich hier anfange abzuernten.